Babylon Berlin ist eine Serie, die in deutscher Sprache gedreht ist, auf internationalem Niveau produziert wurde und die Geschichte erzählt von zwei Menschen hauptsächlich, die im Mittelpunkt stehen, die in der Zeit 1929 leben. Und ein weiterer Hauptdarsteller ist neben den zwei die Stadt Berlin. Es geht um das Leben dieser Menschen in der Stadt Berlin in dieser Zeit. Die größte Herausforderung war sicher, die eine Stadt auferstehen zu lassen, die es so nicht mehr gibt. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen die Leute schon auch einfach auf einen Wahnsinnstrip mitnehmen. Es darf sich nichts wiederholen. Was mich am meisten beim Schauen interessiert hat und begeistert hat, ist, dass es eigentlich keine Rolle gibt, die zu klein ist, um nicht trotzdem einen zu überraschen und nicht um trotzdem irgendwie verschiedenste Seiten zu haben. Und das macht die Serie so menschlich und so spannend. Das finde ich bei diesem Projekt wirklich sehr schön, dass die Komplexität von eigentlich fast jeder Figur, vielleicht insbesondere auch von meiner Figur, gezeigt wird. So, das finde ich ganz, ganz toll. Mich haben einfach wirklich die Schauspieler am meisten beeindruckt. Die Leistung von jeder einzelnen Figur. Ich finde, die sind alle, die was zu sagen haben, sind durchgehend gut besetzt. Ich habe mir nicht so viel erwartet, weil ich habe dann gedacht, okay, komm, wenn alle so groß davon schwärmen, dann halte ich meine Erwartungen mal lieber tief, weil das hat man schon oft erlebt, aber ich habe wirklich, ohne zu lügen, sowas noch nicht gesehen, aus Deutschland heraus produziert. Das ist Kinoqualität fürs Fernsehen produziert. Und das gab es bislang nicht sehr oft, bis nie, wenn ich das so sagen darf.